Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play Shogun 2 Total War. Ich habe die Aufnahme letztes Mal ja etwas überstürzt, abgebrochen. Der Schlafmangel war einfach zu akut. Jetzt ist es wieder früh abends. Und ich denke, wir werden jetzt schon ein paar Folgen online bringen. Aber zunächst kommt hier mal die versprochene Schlacht zwischen unserem Clan, den zwischen unserem Clan, dem dem Shimazu-Clan. Familie, Aufzeichnungen. So. Und auf der anderen Seite der Ito-Clan. Links ziehen wir die Sachen erstmal zurück, um nochmal die Armee zu stärken. Wenn wir Glück haben, greifen wir sie an. Nein, tun wir nicht. Sie wollen sich sogar zurückziehen und das wird ihnen nichts bringen. Ja, mittlerweile werkelt in meinem PC auch eine stärkere Grafikkarte und mehr Arbeitsspeicher. Was das Spiel nicht davon abhält, die Gegner in die Länge zu ziehen. Ja. Wir haben zusammen einen Baubericht über den Hafen bekommen. Stufe 2 von 5 und wir haben einen Bogendojo in Osumi errichtet. Wodurch wir Bogensamurai ausbilden können. Geben wir auch gleich mal 2 in Produktion. Dann greifen wir doch einfach einmal an. Die Streitkraftverteilung ist ungefähr gleich. Er hat den Daimyo mit und den General. Ich habe nur den General mit. Sprich, er hat 2 Kavallerie-Einheiten, 2 Bogeneinheiten. Yari Ashigaru. Wenn ich die Kavallerie mit meinen Yari Samurai abwehren kann, diese Yari Ashigaru, dann kann ich mit meinen Katana Samurai eigentlich die ganze Infanterie in die Flucht schlagen. Ich hoffe nur, wir bekommen eine strategisch günstige Position auf der Karte. Ja. Das Stückchen hier interessiert mich doch. Ich möchte möglichst von den Wäldern wegbleiben, da sich hier Infanterie sehr gut verstecken kann. Bietet zwar auch für mich Vorteile, jedoch möchte ich dem Gegner nicht die Chance geben, sich ebenfalls zu verstecken. Und wenn das hier eine Klippe darstellen soll, die nach unten geht, weil hier die hellere Farbe ist, die Wetterbedingungen sind in Ordnung, danke.敵軍は勝利の名声を求めてやってきた。奴らに名声など一かけらもやってはならん。代わりに何もかも奪い取れ。ご奉公の褒美までもじゃ。見たところ敵軍には十分な数の農民がおるようじゃのう。その分武士の数が少ないだけに心配には及ばん。お主らの先祖はこの武勇がさぞかし誇らしいことであろう。一門の忠実なる担い手どもよ、この上なき誉れぞ。
Ja, meine Truppen sind vollends ermutigt. Ja, das ist eine Klippenanhöhe. Sehr gut. Denn dann werden wir in die verteidigende Position gehen. Und da kann mich der Gegner so viel locken, wie er will. Hier habe ich Yari Ashigaru, wir kommen hierher. Dann habe ich den General an der Flanke, dieser Flanke. Und hier nochmal die Yari Ashigaru. Ja, von mir aus kann es nicht losgehen. Ich bewege jetzt diese Formation hierher. Der General zieht allerdings dahinter. Ich muss jetzt ganz schnell meine Bögen darauf bringen. Denn ansonsten, ja, der Gegner rechnet jetzt damit, dass ich zu ihm komme und stellt seine Truppen auf Anhöhen. Wird ihm allerdings nicht sehr viel bringen. Meine Bögen sind mittlerweile in Reichweite. Irgendwas hier ruckelt gerade wie Sau. Ja, das sind die Wolkenschichten, die zusätzlichen. Nebelschwaden. Im Prinzip, also deswegen ist das auf normale Geschwindigkeit. Im Prinzip. Warte ich ja jetzt auf den Angriff seiner Truppen. Und wenn er nicht von sich angreift, ja, dann greif eben ich an. Er hat ja zwar Bogenschützen, aber an der Front stehen. Und die Zeit in Kämpfen ist begrenzt auf eine Stunde. Ach du Schande. Er kann mich hier mit seinen Pfeilen erreichen. Das heißt, wir müssen doch zum Angriff blasen. Die Kavallerie des Generals halte ich allerdings hinten. Mit dem möchte ich in die Flanke reinfallen. Das sind doch Yari Ashigaru, verdammt. Der Vorteil meiner Bogenschützen ist jetzt Essig. So, und jetzt pausiert. Jetzt kommt es darauf an, der Trupp greift eben die Bogenschützen hier an. Der greift die Bogenschützen an. Der hier. Der hier. Hier haben wir einen Samurai-Trupp, der greift gleich hier an. Und hier nochmal einen, schicken wir gleich hier runter auch. So. Und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach einmal an. Diese weißen Flecken, die man da oben gesehen hat, das sind die Pfeile der Bogenschützen. Das sind keine Grafikfehler. Wahrscheinlich sieht man das in YouTube sowieso nur auf HD, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
Ja, und vielleicht sollte doch mal alles rennen. Ja, und jetzt ist die Fraps-Aufnahme doch etwas hinderlich. Lass die Einheit doch fliehen. Wenn sie in die Flucht geschlagen sind, so wie meine ich hier jetzt, bringt es ihnen doch sowieso nichts. Die sind außer Atem, so verdammt schnell. Und meine Samurai kämpfen hier noch immer fröhlich weiter. Ach du Schande, Kavallerie gegen Kavallerie. Ja, der hat auf jeden Fall jetzt die Überhand. Solange meine Bögen hier nicht unterstützen. Und da sollte ich jetzt auch meine Kavallerie abziehen, bevor der General stirbt. Und mittlerweile besiegen meine Truppen seine. Und ich kann die Infanterie abziehen. Eigentlich ganz. Um die Kavallerie zurückzuschlagen. Ja. Ich habe hier gerade ein kleines Problem zwecks dem Bogenschützen. Ich schalte sofort den Plankling-Modus an. Plankling-Modus, ja. Und versuche ihnen dadurch etwas Support zu geben. Ja, was jetzt nicht wirklich was bringt, denke ich. Die Moral des Trupps hier ist wieder hergestellt. Und die Kavallerie fällt dann jetzt auch gleich mal rein. Ich hoffe, dass mein General bei der Aktion jetzt nicht drauf geht. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Du Schande. Eine Blamage. Ja, diese Schlacht wäre verloren. Das ist mir jetzt peinlich. Obwohl ihr werdet es wahrscheinlich lustig finden. Und B, hält das unsere Welteroberungspläne doch etwas auf. Ja, man sieht's, er hatte 400 Soldaten mehr. Ja. Und wir hatten fast genauso viele Feinde getötet. Bringt jetzt nichts, sieht aber gut aus. Naja. Jetzt ist die Frage, wo mein General hin ist. Ah, der hat sich hier versteckt. Versteckt ist gut. Der hat sich hierher gerettet.